Warum bist du nicht in der Universität? Darum. Sag mal, willst du mir jetzt ständig nachspionieren? Seit Bernds Tod ist alles verändert. Ja. Mein Bruder ist tot. Aber ich lebe. Und es wird nie wieder so sein, wie es war. Vielleicht würde ich einfach gehen und dich hier allein lassen. Wohin willst du denn gehen? Weg. Weit weg. Ausgerechnet, wie alt ich bin, wenn er rauskommt. Was hast du gesagt? Ich habe mir ausgerechnet, wie alt ich bin, wenn er rauskommt. Dein Vater? Ja, natürlich mein Vater. Wer denn sonst? Hör mal, auch wenn er dich damals verlassen hat und eine andere geheiratet hat, er bleibt trotzdem mein Vater, ja? Warum bist du denn so aggressiv, Felix? Ich will ihn dir nicht wegnehmen. Also jedenfalls von den 10 Jahren, die er bekommen hat, ist ein Jahr fast um. Das heißt, ich werde genau 36 Jahre alt sein, wenn er rauskommt. Ich möchte dazu Folgendes festhalten. In der ersten Phase ist... Was willst du? Nach deiner Firma sehen? Noch gehört zu deiner Mutter? Ich war bei ihm. Bei wem? Beim Gefängnis. Ich hatte eine Besuchererlaubnis. Sag mal, bist du verrückt? Du kannst dir den Luxus eines schlechten Gewissens nicht leisten, mein Lieber. Doch. Zurück. Das war deine Mutter. Sie wollte wissen, ob du bei mir bist. Nenn dich zusammen, Sven. Wir haben alles riskiert und wir haben es geschafft, deinetwegen. Also sei jetzt nicht undankbar. Ja? Morgen. Guten Morgen. Da draußen sitzt ein junger Mann, der will unbedingt mit Ihnen reden. Aha. Und worüber? Mir wollte er es nicht sagen. Ja, hat der auch einen Namen? Felix Fellmann. Sie erinnern sich? Wir haben vor ungefähr einem Jahr gegen seinen Vater ermittelt. Ja. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ich war nicht von seiner Schuld überzeugt. Daran kann ich mich wiederum sehr gut erinnern. Aber die Beweise sprachen gegen ihn und die Richter haben ihn verurteilt. Guten Tag. Sie haben ihn umgebracht. Bitte? Ich wollte es Ihnen nur ins Gesicht sagen. Sie haben meinen Vater umgebracht. Moment mal, wovon reden Sie überhaupt? Ach, Sie wissen wohl noch gar nichts, nein? Mein Vater hat sich gestern in seiner Zelle erhängt.
Sie? Kann ich reinkommen? Nein. Jakob ist tot. Rufen Sie bei der Strafvollzugsanstalt an, Wiegand. Mhm. Ach, mir glaubt er wohl nicht, was? Doch, doch, ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen. Aber ich brauche eine offizielle Bestätigung. Wozu? Es hilft ihm nichts mehr. Er hat sich am Fenster gitter seiner Zelle erhängt. Er ist tot. Für ihn ist alles vorbei. Aber nicht für Sie. Er hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben. Kann ich ihn lesen? Nein. In dem Brief stehen Dinge, die er in den Verhandlungen verschwiegen hat. Und die beweisen, dass er es nicht getan hat. Ich müsste den Brief lesen. Ich habe ihn verbrannt. Aber ich habe ihn gespeichert, hier oben drin. Und ich werde alle bestrafen, die am Tod meines Vaters schuld sind. Hören Sie zu, Herr Fährmann, bis zum gewissen Grad kann ich ja Ihre Aufregung verstehen, aber die Beweislage gegen Ihren Vater war eindeutig. Was nennen Sie Beweise? Indizien, ja? Und Lügen? Die Richter waren anderer Meinung. Und Sie? Es stimmt. Jakob Fährmann wurde gestern Nachmittag erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Es ist mir nicht leicht gefallen, hierher zu kommen. Das können Sie mir glauben. Es hat Sie niemand dazu aufgefordert. Jakob muss beerdigt werden. Es war Ihr Mann. Es war auch mal Ihr Mann und Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Er hat sich für Sie entschieden. Ich kann ihn nicht beerdigen. Ich kann ihn nicht beerdigen und ich will es auch nicht. Ich weiß, wer ihn beerdigen wird. Sein Sohn, Felix. Er hat seinen Vater geliebt. Trotz allem. Hassen Sie mich? Nein. Sie haben Jakob kein Glück gebracht. Und er hat Sie nur unglücklich gemacht. Sie tun mir leid. Soll ich uns einen Kaffee machen? Hm? Habe ich was verpasst? Erinnerst du dich an den Fall Jakob Fährmann? Dunkel. Der ist damals wegen Totschlags an seinem Stiefsohn verurteilt worden. Mhm. Der hat sich in seiner Zelle aufgehängt. Können Sie die Akte Fährmann noch mal vornehmen, Arne? Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Haben Sie denn neue Erkenntnisse? Nee. Sein Sohn war gerade hier. Ich befürchte, er tut irgendetwas Unüberlegtes. Wie kommen Sie darauf? Der war ziemlich durch den Wind. Ach, Wiegand, versuchen Sie auch mal herauszufinden, wann die Beerdigung ist. Ja. Wollen Sie da etwa hingehen? Ist gut, ist gut, ist gut. Warum ich hier bin? Erst einmal guten Tag, ja? Ich habe Sie was gefragt. Soll ich gehen? Nein, nein, bleiben Sie. Es könnte sein, dass ich jetzt einen Zeugen brauche.
Tja, ich habe gehört, dass Ihr Vater sich heute Morgen im Gefängnis erhängt hat. Das tut mir wirklich leid. Sie haben ihn damals vor Gericht verteidigt. Tja, ich habe mein Bestes getan. Nein, das haben Sie nicht. Können Sie das beurteilen? Ihr Vater, und das sage ich nur Ihnen, weil es jetzt keine Bedeutung mehr hat, hat mir gegenüber die Tat gestanden. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Sie lügen. Ich musste mildernde Umstände für ihn erreichen. Mein Vater hat mir einen letzten Brief geschrieben. Und? Und ich weiß jetzt von Tatsachen, die er damals verschwiegen hat. Herr Bayer, es geht um den Abschiedsbrief, den Jakob Fellmann an seinen Sohn Felix geschrieben hat. Furchtbare Sache, das bringt Unruhe in die Anstalt. Sein Sohn behauptet, in diesem Brief stehen Tatsachen, die den Fall in einem neuen Licht erscheinen lassen. Wenn das so gewesen wäre, hätten wir sie benachrichtigt. Sie haben den Brief also gelesen? Ja, wie alle Gefängnispost. Und? Es wurde eine Kopie erstellt. Der Brief ist ganz kurz. Ich lese ihn Ihnen vor, ja? Lieber Felix, verzeih mir, mich hat der Mut verlassen. Glaub mir, dass ich unschuldig bin. Versuche, ein Mann zu werden, der aufrecht durchs Leben gehen kann. Dein Vater. Was steht denn in diesem Brief drin, den Ihr Vater Ihnen geschrieben hat? Er hat geschrieben, dass Sie ihn absichtlich schlecht verteidigt haben. Sie wollten gar keinen Freispruch. Warum das? Weil Sie jemanden decken wollten. Und das hat Ihnen Ihr Vater geschrieben. Sie lügen. Ich meine, ich kann verstehen, dass Sie verzweifelt sind. Nur es gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, solche Verleumdungen zu erfinden. Wollen Sie mir sagen, welche Rechte ich habe, ja? Ich glaube kaum, dass Sie den Unterschied zwischen Recht und Unrecht überhaupt kennen. Was den Abschiedsbrief betrifft. Erstens hat er nicht verbrannt und zweitens steht da nichts drin, was weitere Ermittlungen rechtfertigen würde. Ein Glück, da kann ich ja die Akte Fellmann wieder wegpacken. Naja, Moment, Moment, Hane, nicht so schnell. Ich meine, warum tut der Junge das? Warum erzählt er uns Lügen? Da kommt mir vor wie ein kleiner Junge, der Steine ins Wasser wirft, nur um die Wellen zu beobachten, die daraus entstehen. Ja, also, es ist gar Ihre Fantasie in Ehren, aber... Naja, nun ist ja gut, wenn ich mich recht entsinne. Wurden dem Jakob Fellmann zwei Dinge zum Verhängnis. Erstens ist ihm sein Alibi geplatzt. Er hatte behauptet, zur Tatzeit bei einer Frau gewesen zu sein. Die da heißt? Moment. Sigrun Wedekinder. Und zweitens gab es einen Zeugen, der ihn beobachtet hat, wie er das Zimmer verließ, in dem der Mord geschah. Nämlich seine Ehefrau. Das ist hier ein Privatgrundstück. Komm, Sven, spiel dich nicht so auf, ja? Tut's mich nicht. Wenn du was willst, dann kannst du hier hochkommen. Ich dachte, wir waren mal Freunde. Oder sowas Ähnliches jedenfalls. Tja, das hat dein Vater kaputt gemacht. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Hau ab, Felix. Doch, ich hab dir was zu sagen. Das mit deinem Vater, das tut mir leid. Hat sich aber schnell rumgesprochen, ne? Aber das ändert nichts zwischen uns. Vielleicht doch. Er hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben. Hallo, Felix. Lange nicht gesehen. Felix will uns ein bisschen Angst machen. Er will uns Angst machen. Wovon sprecht ihr beiden? Ich spreche von dem Abschiedsbrief, den mein Vater mir geschrieben hat. Bevor er sich erhängt hat. Ich kann mir denken, dass das eine schwere Zeit für dich ist. In diesem Brief stehen übrigens Dinge, die ich gar nicht gewusst habe. Die wohl niemand gewusst hat. Ah ja? Und was? Hast du deinen Bruder Bernd eigentlich geliebt, Sven? Lass meinen Bruder aus dem Spiel. Oder ist es wahr, dass er dich gehasst hat? Das Gericht hat deinen Vater für seinen Tod verurteilt, ja? Ja, das war sein Todesurteil. Tja.
Der, der die Schuld daran hat, wird dafür bezahlen. War schön vorsichtig. Es lässt mir keine Ruhe. Warum hat der Jakob Fellmann sich erhängt? Warum? Das klingt ja fast so, als hätten Sie Schuldgefühle. Er hat bis zum Schluss behauptet, unschuldig zu sein. Ja, aber er hatte doch ein handfestes Motiv für den Mord. Die Firma seiner Frau. Genau. Sein Stiefsohn Bernd wollte ihn aus der Firma drängen. Jakob Fellmann hatte die Leitung der Firma nach dem Tod von Bernds Vater übernommen. Und er hat das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Immer noch dieser Fall? Wollen Sie neue Ermittlungen veranlassen, Siska? Können wir nicht. Kein Grund dafür. Ich habe noch mal in der Akte geblättert. Ja? In dem Testament von dem alten Gardner steht drin, dass sein Sohn Bernd nach dem 28. Geburtstag als Universalerbe eingesetzt werden soll. Und er hätte seinen Stiefvater sofort gefeuert. Aber 4 Tage vor diesem Geburtstag wurde er ermordet. Totschlag im Affekt. So lautete das Urteil. Na gut, hat keinen Sinn. Legen Sie die Akte wieder in den Schrank. Siska, dafür könnte ich Sie küssen. Na, Hane, so weit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Ne? Ach so, die Beerdigung ist morgen. Morgens. Jakob Fellmann ist tot. So legen wir ihn wieder zur Erde, von der er genommen war. Wir geben ihn dahin und vertrauen ihn der Liebe Gottes an. Friede sei mit dir. Amen. Wir legen Erde zur Erde. Asche zu Asche. Sehen Sie die Frau da? Staub. Zu Staub. Amen. Nein, ihr nicht. Bitte, Felix. Hör auf, bitte, lass mich! Erst habt ihr meinen Vater zum Mörder gemacht, ja? Und jetzt wollt ihr Erde auf seinen Sarg werfen. Aber das lasse ich nicht zu, das dulde ich nicht. Komm, Felix, es ist vorbei. Nein! Hätte ich ja nicht gedacht. Sie es wagen, hierher zu kommen. Wozu waren wir jetzt hier? Vielleicht haben wir wirklich einen Fehler gemacht. Ja, das glaube ich nicht. Was glauben Sie denn? Wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass wir unsere Zeit verschwenden. Die Indizien waren doch eindeutig damals. Wir werden sehen. Hey! Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen!
komm, komm. Los! Los! Na, Kleiner? Willst du nicht aufstehen, wenn ich mit dir rede? Hey, Kumpel! Anpacken! Glaubst du, es ist ein Verdienst, im Rollstuhl zu sitzen? Kannst du dir nicht vorstellen, dass mich dein Anblick anekelt? Ich hasse Krüppel. Ich hasse glatzköpfige Blödmänner. Halten Sie mal an. Erzähl mir, was du drauf hast. Komm, komm. Polizei! Mach weg! Und geht's? Schmerzen? Nein, es geht schon. Langsam. Verdammte Schweine. Na, was ist los? Werd ich doch. Jetzt geht der Arsch auf Grundeis, hä? Na los, werd ich! Wiegand! Waffe weg, Polizei! Kripo München. Das ist ein Kollege. Nehmen Sie den Typ mit, der ist vorläufig festgenommen. Aber seien Sie vorsichtig, der ist gewalttätig. Fahren Sie mit, Wiegand. Und rufen Sie den Notarzt. Nein, kein Arzt. Ich will nach Hause. Sie müssen ärztlich behandelt werden. Es geht auch zu Hause. Jetzt. Tun Sie einmal das und das, ich Sie bitte, ja? John! Ja, sehen Sie, jetzt vergessen Sie mal Ihren Stolz. Kommen Sie! Und. Alles klar? Ja. Wer ist das? Das ist einer von vier Glatzen. Sie haben Felix Fellmann nach der Beerdigung überfallen und brutal zusammengeschlagen. Wie, ein wehrlosen Mann im Rollstuhl? Wer macht denn sowas? Das muss ich den da fragen. Hat irgendjemand was gesagt von Sätzen? Stehen Sie auf. Der Junge verletzt? Die Dreckskerle haben ihn fürchterlich zugerichtet. Aber er wollte unbedingt nach Hause, Siskas bei ihm. Ich bin so froh, dass er keine ernsthaften Verletzungen hat. Danke. Danke, dass Sie sich um Felix gekümmert haben. Nicht der Rede wert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf ihn auf.
war doch noch was. Ah. Haben die Kollegen nicht genug gefilzt, hm? Sie schlagen auf wehrlose Leute im Rollstuhl ein. Die sind sehr gefährlich. Da braucht man schon so einen Schlagring, was? Name? Josef Horten, Alter 31, wohnt in der Georgenstraße. Ist doch eine gute Gegend. Also, dann schauen wir mal, was der Computer sagt. Meine Beine schlafen ein, kann ich mich endlich setzen? Ah. Schlechte Nachrichten, Meister. Hab's nicht geschafft, ihn totzuschlagen. Schaff mir die Fratze aus dem Wurm. Da geht's lang. Zum Haftrichter. Ich weiß, wer Sie sind. Ich war auf dem Platz. Und ich habe gesehen, wie sie zusammengeschlagen worden sind. Ah. Sind Sie aus Mitleid hergekommen, ja? Das brauche ich nicht. Ich brauche kein Mitleid. Das brauchen wir alle. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber den Toten, den Toten nutzt es gar nichts mehr. Mein Vater hat damals ausgesagt, dass er zu dem Zeitpunkt, als Bernd Gardener erschlagen wurde, bei Ihnen war. Ja. Ich habe ausgesagt, dass das nicht wahr ist. War mein Vater oft bei Ihnen? Ja. Und hat er mit Ihnen... Hat er Sie bezahlt? Das wissen Sie doch. Das alles habe ich damals schon vor Gericht ausgesagt. Und Sie waren damals im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal gelogen. Darf ich mich setzen? Ihr Vater war ein freundlicher Mann. Ich wusste am Anfang nicht genau, was er bei mir suchte. Um Zärtlichkeit. Oder vielleicht einfach nur jemanden, der ihm zuhörte. Er war sehr großzügig. Und ich habe es ihm schlecht vergolten. Wir haben meinen Vater gerade beerdigt. Ja, und deswegen bin ich hier. Ich fühle mich schuldig. Und ich wollte Sie um Verzeihung bitten. Aber ich sehe ein, dass das jetzt wohl nicht mehr geht. Werden Sie jetzt zur Polizei gehen? Da ist er. Josef Horten, zweimal vorbestraft wegen Körperverletzung. Und einmal wegen eines Raubüberfalls. Der Junge hat einen Stein ins Wasser geworfen und es hat Wellen gegeben. Hm? So. Der ist jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich die Glatzen sehe, kriege ich es kotzen. Wo ist er denn jetzt? In U-Haft. Gut. Wollen Sie zu ihm? Ja. Vielleicht ist das ja unsere Chance. Ich werde diesem Horten mal einen Vorschlag machen.
Sie uns bitte allein lassen? Tja, so wie ich das sehe, haben Sie diesmal verdammt schlechte Gartenhorden. Lass Sie nicht sagen. Ich bin hier, um Ihnen einen Vorschlag zu machen. Ja. Sehr schön. Ich höre. Von meiner Aussage wird vor Gericht alles abhängen. Und ich werde aussagen, Sie hätten versucht, Felix Fellmann zu erschlagen. Totschlag. Das ist eine Lüge. Das ist mein ganz subjektiver Eindruck. Warum erzählen Sie mir das? Ich könnte meine Aussage noch mal überdenken. Das schlagen Sie mir vor? Was wollen Sie dafür? Die Wahrheit über den Überfall auf Felix Fellmann. So, Kollegen. Hier bringe ich uns unseren Liebling zurück. Herr Hauten hat sich bereit erklärt, mit uns gemeinsame Sache zu machen. Hane, alle Fotos aus der Akte Fellmann, bitte. Kommen Sie. So. Schauen Sie sich die mal genau an. Ist da irgendwo der Typ drauf, der Sie dafür bezahlt hat, dass Sie Felix Fellmann überfallen? Wie? Das war ein bestellter Überfall. Ja. Jetzt haben wir endlich was in der Hand. Der war's. Sehr gut. Und die Abmachung zwischen uns gilt? Wenn sich Ihre Aussage als richtig erweist, sehe ich kein Problem. Ab mit ihm. Bernd Lars, das ist doch der Rechtsanwalt der Firma Gardner. Ja. Und er war da auch der Verteidiger von Jakob Fellmann. Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Die Hauptsache ist, wir können wieder ermitteln. Es gibt neue Fakten. Fangen wir bei der Frau an, die damals das Alibi von Jakob Fellmann platzen ließ. Wieso die? Ich denke, sie war es, die wir heute Morgen bei der Beerdigung gesehen haben. Ach so. Und danach bin ich ihr noch in dem Hausflur von Felix Fellmann begegnet. Hane, Sie knüpfen sich den Anwalt vor. Beruhigen Sie sich, Frau Gardner. Der Rollstuhlfahrer hat zwar ein bisschen Staub aufgewirbelt, aber es legt sich doch wieder. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Zwei Tote, mein Sohn und mein Mann. Niemand konnte voraussehen, dass Jakob sich gleich aufhängt. Das ist ja vollkommen verrückt. Steht ja in keiner Relation mehr. Der Preis ist einfach zu hoch. Mein Preis? Wer redet denn von Ihrem Preis? Sie haben doch bekommen, was Sie wollten, nämlich 20% der Firmenanteile. Ja, wovon reden Sie denn? Ich rede von Dingen, von denen Sie nichts verstehen. Ich hätte das niemals mitspielen dürfen. Menschen verlieren ihren Verstand und dazu ihr Leben wegen einer Firma. Glauben Sie wirklich, dass die Wedekind vor Gericht falsch ausgesagt hat? Ja. Es hat sie die Angaben von Jakob Fellmann bestätigt, dass er zur Tatzeit in dem Haus gewesen ist und kurze Zeit später hat sie widerrufen. Ja, vielleicht sagt sie uns ja heute, welche Aussage die richtige war. Vielleicht, ja. Ihr zauberhafter Mann Jakob hat versucht, hinter ihrem Rücken die Firma zu übernehmen. Sehen Sie, davon rede ich. Und er hat sie mit Sigrun Wedekind betrogen. Und Sie konnten es nicht erwarten, mir das zu erzählen. Und damit hatten Sie mich. Hätte ich schweigen sollen. Der Herr ist von der Polizei. Er wollte nicht warten. Guten Tag. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Da ist ja mehr Höflichkeit, hätte ich von der Polizei schon erwartet. Wissen Sie, manchmal ist Höflichkeit reine Zeitverschwendung. Kennen Sie einen Mann namens Josef Horten? Josef wer? Horten. Nein. Aber er kennt Sie. Tja.
klar, ich gehe schon. Hallo? Ach, du bist's, hallo? Ja, gut, und wann? Okay. Ja, ich komme. Mach dir keine Sorgen, da komme ich schon hin. Bis gleich. Wer war denn das? Mama, ich muss weg. Das lasse ich nicht zu. Das wirst du zulassen müssen. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Sie haben einen Mann dafür bezahlt, damit er Felix Fellmann zusammenschlägt. Da stellt man sich doch Fragen. Sollte der Mann ihn totschlagen? Ich streite Ihre Anschuldigung ganz entschieden ab. Das macht nichts. Wir haben einen Zeugen. Andere Frage. Damals haben Sie Jakob Fellmann verteidigt. Auf seinen Wunsch? Natürlich. Ich bin der Anwalt der Firma, was legendär. Aber Sie haben auch ein gutes Verhältnis zur Familie des Mordopfers. Ja. Gab es da keinen Interessenskonflikt? Sie kennen die Mutter des Ermordeten gut und verteidigen den Mörder. Ich frage Sie noch einmal, worauf wollen Sie hinaus? Ja? Ich will darauf hinaus, dass der Fall Jakob Fellmann wieder aufgenommen wird. Und dass Sie dann zu den Verdächtigen gehören. Es hat einen Unfall gegeben. Und es hat wieder einen Mord gegeben. Okay, vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Sven? Sven! Jetzt können Sie Ihre Aussage gegen Jakob Fellmann nicht mehr widerrufen. Sie meinen, das ist das Motiv für den Mord? Felix Fellmann hat erreicht, was er wollte. Der wirkliche Mörder hat Nerven gezeigt. Ich hätte früher reagieren müssen. Bis jetzt waren uns doch die Hände gebunden. Ich habe hier Ihre Kontoauszüge. Sie hat seit ungefähr einem Jahr monatlich 5.000 Mark überwiesen bekommen. Das Schweigegeld. Ein Zahler ist immer derselbe. Firma Gardiner. Genau. Da bist du ja, Felix. Meinst du, Luft? Ich möchte bitte selber fahren, ja? Ah ja? Du weißt ja gar nicht, wohin. Hm? Gibt noch jemanden, der den Mörder kennt und ihm gefährlich werden kann? Frau Gardiner. Ja. Sie hat damals ausgesagt, dass sie zur Tatzeit zu Hause gewesen ist und Jakob Fellmann
kurz nach der Tat aus dem Zimmer gekommen sein, in dem der Mord geschah. Wenn Jakob Fellmann es nicht war, wer war es dann? Der richtige Mörder soll geschützt werden. Und wir kennen auch jemanden, der clever genug ist, sich das auszudenken. Bernd Blas, der Anwalt der Firma Gardner. Moment mal. Ich habe die Wedekind doch heute im Haus von Felix Fellmann gesehen. Und wenn sie Felix Fellmann die Wahrheit gesagt hat? Dann ist er jetzt in Gefahr. Exakt. Sie beide fahren zu Gardner und ich versuche, diesen Felix zu erreichen. Als Kinder waren wir ziemlich oft hier, Felix. Ja. Wir sind aber keine Kinder mehr. Damals konntest du noch richtig gehen. Sogar rennen, weißt du noch? Du hast jeden Wettlauf gewonnen. Und mein Vater hat noch gelebt. Ich meine, mein richtiger Vater. Offen gestanden kann ich mir nicht vorstellen, dass du gekommen bist, um mir das zu erzählen. Und dann ist er gestorben. Und dann hat dein Vater meine Mutter geheiratet und... Ja, und da fing alles an. Was fing an? Mein Bruder hat mit deinem Vater um die Firma gekämpft und... Und du, was war mit dir? Ich habe keine Rolle gespielt. Ich war bloß der kleine Bruder. Ich war überflüssig. Verstehst du? Was machst du denn? Das ist nur für deine Sicherheit. Komm, mach das los! Hey Sven, das ist doch lächerlich, hör auf! Ist der Sohn da? Felix? Nein. Wo ist er? Das weiß ich nicht. Er hat einen Anruf bekommen, ist weg. Wer hat ihn angerufen? Das weiß ich nicht. Er hat ein Taxi bestellt und ist weggefahren. Hat er das Taxi bei der Funkzentrale bestellt? Das weiß ich nicht. Ich nehme an. Gut. Danke. Das dürfte die Polizei sein. Wo ist Sven? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Ich habe ja viele Fehler gemacht, aber auf Sie zu hören, war wohl einer meiner größten. Ohne Sie hätte doch das alles nicht funktioniert. Ich weiß. Ich habe es getan, um die Firma zu retten. Für wen? Für Sven. Aber der Zweck heiligt eben nicht jedes Mittel. Es ist nicht die Zeit für Sentimentalitäten, Frau Gardner. Haben Sie Angst, Herr Blas? Ja. Sie haben Angst. Alle käuflichen Menschen haben Angst. Halten Sie den Mund. Gehen Sie ins Wohnzimmer. Ah, ja, und der Polizei. Bitte kommen Sie rein. Mein Kollege Wiegand. Tag. An alle Wagen eine wichtige Durchsage der Polizei. Wer hat in der letzten Stunde einen jungen Mann in einem Rollstuhl in der Heinrichstraße 18 abgeholt? Der betreffende Fahrer möchte sich bitte sofort melden. Hier Wagen 336. Ja, Wagen 336. Ich habe diesen Mann vor einer Dreiviertelstunde abgeholt. Und wohin haben Sie ihn gefahren? Zu einem ehemaligen Fabrikgelände außerhalb der Stadt. Schwer zu finden. Wo sind Sie jetzt? Passivalplatz. Bleiben Sie da, ich komme sofort. Vielen Dank für Ihre Mühe. Gern geschehen. Taxizentrale, was kann ich für Sie tun? Ich weiß, was du vorhast. Ah ja, weißt du das? Ist ja interessant. Die meisten wussten das nicht. Die haben mich unterschätzt, aber es ist ziemlich gefährlich, mich zu unterschätzen. Wie dein Bruder Bernd, ja? Der hat dich wohl auch unterschätzt. Ja, das hat er. Und jetzt erbst du die Firma. Das kapierst du nicht. Sie gehört meiner Mutter. Und dein Vater wollte sie ihr wegnehmen. Und dann wollte sie Bernd für sich haben. Ja, genau wie du. Du warst es. Du hast deinen Bruder umgebracht. Weil du ihn gehasst hast und beneidet hast. Ah, stimmt's? Ja. Ah, ja, wenn du es sagst. Ah!
Sie Platz nehmen wollen? Danke, nein. Sie kommen wegen Sven? Sven ist Ihr jüngerer Sohn. Ja. Er ist der Einzige, den ich noch habe. Hier ist er ausgestiegen. Wo ist er denn hingefahren mit seinem Rollstuhl? In diese Richtung. Alles klar. Hier, die Rechnung zahlt die Firma. Firma? Ja, Firma. Ich wollte ihn eigentlich fragen, was er hier will. Ja. Hab's aber dann lassen. Jeder muss selbst wissen, was er tut. Alles klar, wiederschauen. Eine Frau Sigrun Wedekind ist Ihnen doch bekannt, oder? Ja, aber natürlich. Sie war eine Belastungszeugin in dem Prozess. Wie erklären Sie die Tatsache, dass Frau Wedekind seit Ende des Prozesses jeden Monat 5000 Mark von der Firma Gardiner erhält? Oh, da gibt's eine ganz einfache Erklärung dafür. Sie promoviert in Betriebswirtschaft und hat einen Beratervertrag mit unserer Firma. Sigrun Wedekind ist tot. Sie ist ermordet worden. Nein. Erschossen. Kopfschuss. Wann ist das passiert? Vor ein paar Stunden. Sie überlegen sich jetzt ganz genau, was Sie sagen werden. Und Sie halten jetzt den Mund. Du hast diese Schlampe dazu gebracht, dass sie ihre Aussage widerrufen wollte. Aber sie war blöd genug, mich vorher anzurufen. Heißt das, hast du sie auch umgebracht, ja? Ja? Ja, es ging nicht anders. Und du warst blöd genug, mit dem Brief von deinem Vater zu drohen. Du hast es nicht verstanden, Sven. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ah, nein? Nein! Ich wollte die Wahrheit wissen, verstehst du? Ah, ja? Und jetzt weiß ich Bescheid. Ja, und das hast du jetzt davon. Drei Tote. Jetzt ist aber genug. Als Ihr Anwalt verbiete ich Ihnen jedes weitere Wort. Ja, was denn nicht noch alles? Ich bin an allem schuld. Ich bin an allem schuld. Wer kam wirklich aus dem Zimmer, in dem Ihr Sohn Bernd erschlagen wurde? Meine Söhne haben sich gehasst. Sie waren wie die Kampfhähne. Es gab immer Streit. Der Ältere quälte den Jüngeren bis aufs Blut. Lieblingsthema war die Firma. Die hat überhaupt unser ganzes Leben vergiftet. Und am Tag des Mordes, da gab es wieder Streit. Ja. Ich war hier unten, ich habe alles gehört. Plötzlich stürzte Sven aus Bernds Zimmer, raste die Treppe hinunter und hinaus aus dem Haus. Und dann? Ich wusste nicht, was tun. Mein Mann war nicht zu Hause. Ich wollte irgendjemand anrufen. So habe ich eben Herrn Blas angerufen. Der kam sofort. Und Sie beschlossen, Ihren Mann zum Mörder zu machen? Es war so leicht. Das ist ein geschickter Mann. Er hat sofort alles geplant, organisiert. Wissen Sie, für viel Geld macht er alles. Und Geld. Das hatte ich. Warum haben Sie das getan? Wenn ich es nicht getan hätte, hätte ich beide Söhne verloren. Das haben Sie jetzt auch. Ja. Da haben Sie schon recht. Aber wenn wir schon bei der Wahrheit sind, ich habe das nicht nur getan, um meinen Sohn zu retten. Es war eine einmalige Chance, meinem Mann eins auszuwischen. Wir hatten das übliche Elend. Er hat mich betrogen nach Strich und Faden. Nicht nur mit Frau Wedekind. Irgendwann war mir klar, dass er mich nur geheiratet hat, um an die Firma ranzukommen. Sowas ist schwer zu nehmen. Ich konnte es nicht. Ich habe ihm das nie verziehen. Musik.
wird aussehen wie ein Unfall, ha? Ja, genau. Geht auch ganz schnell und tut gar nicht weh. Weißt du, ich wollte Bernd nicht erschlagen, aber es ist eben passiert und es ist auch gut so. Und dann habt ihr meinen Vater geopfert. Tja, das ist erstaunlich. Und alle haben mir geholfen. Mein Vater war eben der richtige Mann. Du hast nicht nur deinen Bruder erschlagen, den Sigrun Wedekind ermordet, du hast auch meinen Vater auf dem Gewissen. Okay, Felix. Machen wir es kurz. Nicht bewegen! Hey! Hey! Bleib stehen oder du bist tot! Lass die Hände oben! Dreh dich um! Leg dich hin! Ganz ruhig. Danke. Danke. War knapp, hä? Ja. Ich hatte einiges wieder gut zu machen. Ich hasse diese Abgründe. Konntet ihr euch nicht einen anderen Ort aussuchen? Was sagt das bei dem Tipp hier? Der wird lange Zeit nichts mehr sagen.